Hallihallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 und den, ja, Road to the Black Sea DLC, was ja am 5. Dezember erscheint. Wir sind jetzt momentan in Rumänien und wir werden diese Fähre, diese animierte Fähre, das erste Mal beschreiten, um euch zu zeigen, wo wir jetzt gerade sind. Zeige ich euch das einfach mal auf der Map. Wir sind jetzt gerade in Galatz und wir müssen quasi hier nach Konstanza, genau. Und dieser kleine Abschnitt ist die Fähre. Ich habe mir die gerade mal angeguckt. Ich muss mal ein bisschen suchen. Das nennt sich, glaube ich, der Ort hier Baralia oder irgendwie sowas in der Art. Aber am besten ist, wenn ihr quasi von hier oben startet oder von hier. Und dann könnt ihr da bestimmt auf jeden Fall eine Tour machen. Wir fahren dann durch die Stadt durch. Ja, ganz kurz nur habe ich mal angeguckt, dass ich hier eine Fracht finde. Aber seid gespannt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe das ja... Oder sollte man einen Gang reinmachen? Ich habe das ja in den Videos von SCS mal ganz kurz gesehen. Animiert durch DirectElf kann man halt durchaus ein bisschen mehr darstellen. Ich habe mir eine Fracht wieder geholt. Wir wollen ja nicht tatenlos hier rumfahren. Und ja, die rumänische Community freut sich natürlich jetzt auch, dass das Land hier vertreten ist und... Ups. Entschuldigung. Grüße geht erstmal raus an die rumänische Community. Und dass ihr jetzt auch offiziell hier im Spiel vertreten seid. Ihr könnt ja gerne auch mal reinschreiben, deckt sich das so mit euren Erfahrungen aus eurer Heimat oder ja, sind ja wahrscheinlich einige, die aus der Region hier in Deutschland leben. Und dann in Sommerferien oder wie auch immer hier die Großeltern besuchen. Und ja, habe mir extra die Flagge hier rausgesucht. So oft werde ich ja mit diesen Flaggen DLC nicht rumfahren. Ne? Deswegen dachte ich mir, passt es doch ganz gut, dass wir hier jetzt unterwegs sind. Oh. Uiuiuiuiui. Muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Alles sehr verwinkelt, muss ich sagen. Ja, alles sehr, sehr verwinkelt. So. Gucken wir mal, was ist hier noch alles zu sehen. Also, oh, ich nehme das ja hier am 1. Dezember auf. Ihr werdet es wahrscheinlich am ja, 5. oder so sehen. Ach, nicht am 5. Am Montag hier, den 2. Wir jetzt die Länder so ein bisschen durchfahren. Mal da ein bisschen was sehen. Sag mal, bin ich jetzt im kompletten Bogen gefahren? Ich bin ja auch ein Ei. Mann. Hier die kleinen Garagen. Eier, wir alles gegeben hier. Bin ortsunkundig. Wer soll jetzt wissen? Aber merkt ihr, die Straßen, wo ein bisschen Sand oben ist? Ah, hier unten gar keine Lackierung, doch. Ah, ich sollte mal ein bisschen aufpassen hier. Entschuldigung, meine Freunde. Oh, was ist denn das für ein Riesenwerk? Was ist denn das hier? Ist das ein Atomkraftwerk oder? Nee, das ist ein Stahlwerk, oder? Mit Kohlekraftwerk, ne? Oder was wird das sein? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Das Werk dort hinten. Oh. Auto auf Dach. Kann sowas passieren, ne? So, jetzt bleiben wir erstmal hier ein bisschen im Inneren. Wir werden mal ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Insgesamt haben wir 200 Kilometer, deswegen brauchen wir uns hier gar nicht so einen großen Stress machen, obwohl diese Landstraßen ziemlich viel ja, Zeit benötigen, dass wir das alles hier abfahren können. Und ja, wir werden mit der Fähre das erste Mal übersetzen hier in Rumänien. Naja, das sind Features, die feiere ich total, ja. Wirklich, wie es denn im Multiplayer abläuft. Ich denke mal, da wird nur der einzelne LKW um sein. Da wird dann, wie nennt sich das hier? No Collision Area sein, denke ich. Hier, das habe ich mir noch ganz kurz freigeschaltet. Ich hoffe, man spricht die Stadt hier Galatz richtig aus. Aber scheint ein Industriestandort zu sein. Und jetzt seid ihr mal ein bisschen gefragt, mal Google zu verwenden.
Boah, sieht ja hübsch aus da hinten mit der Kirche da, die gerade noch so im Bau ist. Hier die Häuser haben so einen so leichten südlichen Touch. Gar nicht so osteuropäisch. Aber schreibt mal rein, Galatz, bekannt durch Punkt, 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 so und so viele Einwohner. Würde mich mal interessieren, einfach so als Fortbildungsmittel. Und dann fahren wir mal hier rein. Ja, die übelste Brücke da hinten. Oh, meine Freunde. Ah, oh, der hält an. Ist gut da. Danke dir. Fahren wir mal runter nach Konstanze oder Konstanta oder ach, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Egal. Hätte ich ja mal aufpassen müssen, ne? 70 km/h und jetzt geht's los. Edeltraut kann ich erst ab dem 5. wieder dazu nehmen. Aber da werde ich wahrscheinlich schon ein Video gemacht haben. Baby. Oh, hier muss ich stoppen. War ich jetzt richtig? Ich fahre jetzt nicht richtig. Ach Gottchen, mein... Alter, muss ja... Da bin ich ja ein bisschen durch hier. Ey, ich musste aber ein bisschen überlegen. Also... Das war ja wieder der Allerechte, ne? So, was haben wir jetzt hier? Ah, man merkt schon... was für ein Fluss wird das sein? Wird es hier die Donau sein? Aber richtig großes Industriegebiet. Also die müssen wahrscheinlich hier mit Schiffsbau ein bisschen was zu tun haben. Man sieht ja hier überall diese Kräne. Hier so eine Anlage. Was auch immer die ist. Kohle oder... Ich denke mal, die werden von diesen Schiffen... hier auf der Donau langfahren. Das Material gleich abarbeiten, ne? Was ist das hier? Es scheint ein riesengroßes Industriegebiet hier zu sein. Oh, hier schöne Schranken, ey. Und ich habe immer noch kein Pferdefuhrwerk gesehen, ey. Da müssen wir noch dran arbeiten. Ich habe ja die Tage dann nochmal so ein Video aufgenommen. Oder das erste Video. Mal sehen, ob ich die dann auch noch irgendwie ein bisschen knalle. Eieieiei. So. Da vorne sehen wir das schon, dass wir Richtung Fähre kommen. Kleine Flussfähre. Hier haben wir sogar ein Autohaus. Könnt ihr kaufen. Ein Kia. So sah es aus wie ein Kia. Dann biegen wir gleich vorne links ab. Und da bin ich erstmal gespannt. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen. Das ist auf jeden Fall wunderbar. So. Halten an. Okay. Danke dir. Ah, es gibt doch noch nette Leute. Schranken, ey. Wenn ich die Schranken so sehe, denke ich gleich an Transportfieber. Ein Rüberdenkerrudel. Oh, schön. Hier sind nochmal Parkmöglichkeiten. Also ich denke mal, man hat hier schon mehr Parkmöglichkeiten gemacht. Vielleicht für den Multiplayer. Vorausschauen. So. Es wird aber jetzt wie Donau sein, oder? Das wird doch jetzt irgendein Seitenarm sein. Vielleicht von der Donau. Dann schreibt das mal rein.
Dann rauf den Karudel. Da steht er. Der Peter. Herrlich. Ganz langsam hier rauffahren auf die Fähre. Feststellbremse. Motor aus. Ja, dann stehen wir erstmal hier oben. Kamerad hat sich hier schon ein bisschen eingenistet. Und wir können jetzt jetzt rübersetzen. Nein! Das ist ja wieder ganz toll. Pass auf. Ich hab die Film-Dinger wahrscheinlich gar nicht drin. Ja. Da ist er wieder richtig gut. Das war ja wieder, hier, 15. Dann müssen wir nochmal zurück. Also, das geht ja wohl gar nicht. Ich bin ja auch ein richtiger Held. Siehste, man sollte das auf jeden Fall einklicken. Und jetzt fahren wir nochmal drauf. Und jetzt sollte es gehen. Also, falls ihr das ausgestalten habt, schaltet das wieder ein. So, fahren wir nochmal. Bis wir es können. So, jetzt, komm. Ja, na geht doch. Na ja, schön. Aber wunderbar. Oh. Schön. Wenn es jetzt ab und zu mal so ganz klein ruckelt, das ist, weil ich hier ab und zu mit diesem Bildtool hier was mache. Ah, das braucht. Hat nichts mit dem Spiel zu tun. Naja, ist ja. Das ist cool. Das ist wirklich sehr nice. Also SCS, ein großes Lob, was ihr sowas hier ins Spiel mit implementiert habt. Einmal ein Tutti. Dass solche Sachen so ein bisschen animiert sind. Herrlich. Und dann haben wir hier mit den kaputten Strahlen. Was sind so eine kleinen Highlights? Also echt hübsch. So. Ja, die animierten Filmdinger habe ich weggemacht, wegen den Garagen, die ich mir immer dann gekauft habe, ne? Ich lasse es jetzt einfach mal so drin, ne? Ja, die typischen Häuser hier, ne? Einfach so hier ein Häuschen hingestellt. Weiß gar nicht, ob es da so wie bei uns so eine strenge Baugenehmigung gibt oder man einfach hingeht und sagt, pass auf, Haus bauen. Ah, okay. Der Trecker einfach so rum. Aber überall, ne? So wie angefangen und ja. Ja, so sieht's halt aus. Also so kenne ich es aus Reportagen. Ich war ja selbst da noch nicht gewesen, ne? Ja, ihr könnt es ja gerne mal reinschreiben. Wir haben jetzt noch 148 Kilometer. Dann cruisen wir mal hier ein bisschen lang über die Straßen und werden bestimmt irgendwie was Schönes noch sehen hier. Ach, herrlich. Ein Mann Tutti. Macht immer wieder Spaß hier. Sehen, was eigentlich alles so möglich ist, ne? Ich glaube schon, dass die lange dann gesessen haben, oh, warum funktioniert das nicht, warum funktioniert das nicht. Aber wenn die immer wieder bei gewissen Ländern irgendwie eine Attraktion reinmachen,
irgendwie so ein gewisses Highlight. Bin ich auf jeden Fall immer dabei, ne? Was auch Gebühren zu feiern. Ja, more traffic. Wie gesagt, Schieberegler für mehr Fahrzeuge hier drin. Nein, da muss schauen. Hier wird es wahrscheinlich auch so sein, dass hier nicht ganz so viel los ist, aber. Ja, wäre schon schöner. Wo da vorne ist auf jeden Fall. Ich bin nicht ganz alleine, dass wir hier denken, wir sind hier ausgestorben. Oh, kommt eh keiner. Ach, guck an. Der Eurocode-Simulator. Ja, ich habe schon einen großen Teil, oder ich habe schon gewisse Teilabschnitte hier im Spiel abfahren können. Also, das kann man wirklich schon sagen. Oh. Das läuft. Ja, 99 Kilometer noch, also so über Land. Und jetzt noch im Multiplayer. Ach, wäre schön. Jetzt nicht 100 Leuten, aber mit 5 oder 10 Leuten hier lang cruisen. Am Tag und nicht in der Nacht. Das ist schon sehr geschmeidig. Ah, der Bus, den sieht man jetzt sehr oft hier immer drinnen, ne? Ein Scania-Bus sein. Ja, schön Kohlköpfe. Und die Kartoffeln sind das. Das sind Kloknollen. Hier ist schon ein bisschen abgeerntet, die Felder. Hier ist der Raps. Steht hier noch in voller Blüte. Was halt. Man kann hier sagen, hier ist viel Gegend, ne? Bis wir dann in die nächste große Stadt kommen. Ich glaube, das ist auch eine Stadt, die am Schwarzen Meer ist. So, das scheint eine große Genossenschaft zu sein. Futtermittel. Silos. Ja, hier scheint eine große Genossenschaft zu sein. Ja, genau, eine LPG. Oh, was ist denn das hier? Das ist ein Kraftverkehr, wa? Stehen die ganzen Trailer rum. Da hinten gibt es auch noch was abzugeben. Hier muss ich schon mal gewesen sein. In dem Bereich. Ja, bin ich wahrscheinlich von hier gekommen, ne? Nee. Habe ich da wahrscheinlich was abgegeben. Okay. Ja, muss ich auch ein bisschen aufpassen mit der Fahrerei, weil hier überall Blitzer stehen, das haben wir ja im Livestream schmerzlich erleben müssen. Sich. Ah. Oh. Ja, ich glaube, bald muss ich auch mal tanken fahren. Jo, jetzt eine kleine Gemeinde. Sonst wäre es, glaube ich, damals im Standardspiel gar nichts gewesen. Wir schauen jetzt mal. Wir haben, was sagt er uns jetzt, 1704 Kilometer, kann ich noch fahren oder was? Wir haben jetzt, ja, ungefähr 43 Liter haben wir jetzt immer verbraucht. Bremsdruck, das ist alles in Ordnung. Wir haben jetzt hier noch 500 Liter drin. Ja, das ist alles in Ordnung. Ah ja. Ich habe hier die großen Tanks drinnen. Aber es ist hier, also so richtig dicke, fette Wälder habe ich jetzt noch gar nicht so gesehen. Ne? Ist immer mal so. Oh jo. Hoffentlich ist jetzt nicht wieder irgendwie eine. Brauche ich gar nicht. Straßensperrung, ne? Mehr wieder fehlen hier in der Open-Sammlung.
Ach, wir sind gleich da. Juhu! Gut. Also, wir fahren jetzt in die nächste Stadt und auch da könnt ihr mal schauen, was diese Stadt so besondere Industrien oder Sehenswürdigkeiten oder irgendwas Besonderes für Einwohner die Stadt hat. Wir fahren nach Konstanze. Wir fahren nach Konstanze. Nach Konstanza. Ist es so? Konstanza. Ja, also ich denke mal, ja, so ist es. Wir fahren jetzt da mal rein. Vielleicht ist er ja sogar noch größer wie Galatz, das Industriegebiet. Also das ist jetzt einfach so nur meine Empfindung, wenn ich jetzt, ich habe mir jetzt nicht reingeguckt, was die Stadt hat. Wäre ja Blödsinn, weil wir wollen es ja selber sehen. Und vielleicht liege ich ja sogar richtig. Warte mal. Wann jetzt, wir müssen da lang, hier lang fahren. Hier. Mal wenigstens mal einen anderen Bereich schon mal gefahren. Man sieht da hinten, ne, die großen Werbetafeln. Boah, schön. Wenn das Video heute rauskommt, ist ja wahrscheinlich Montag, dann kann es durchaus sein, dass ich dass wir heute Abend wieder eine Runde Breakfast machen. Muss noch mal gucken. Für alle, die wieder dabei sein möchten. Ja. Kann sein, muss nicht sein. Immer so gegen 19 Uhr am Montag. Dann der nächste Livestream. Ja, vielleicht am Wochenende wieder machen. Eurotax-Simulator. Vielleicht geht ja auch der Multiplayer denn schon. Gucken wir mal. So. Dann würde ich sagen, fahren wir mal einfach schräg ran. Und das nächste Land wird natürlich, da werde ich das erste Video hochladen. Das erste Video, was ich gemacht habe, werde ich dann wahrscheinlich hochladen. Ich muss mal gucken. Und dann werden wir die anderen Länder noch befahren. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. So, ich bin aber jetzt erstmal raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden jetzt noch das dritte Land dann noch abfahren. Und dann ist es ja auch bald soweit, der Nikolaus kommt, sondern der 5. Da hat der Maximus Weihnachtsfeier. Der wird auf jeden Fall da nichts weiterbringen, außer, ja, wie üblich. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein Däumchen. Ich mache einen Fisch. Haut rein. Macht's gut. Bye, bye.